Gott. In der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1962 braute sich bei Island ein gewaltiges Sturmtief zusammen, das von dort weiter in Richtung Deutschland zog. Um 23 Uhr wurde in Husum Katastrophenalarm ausgelöst. Dann brach über der Nordseeküste eine der schwersten Sturmfluten der Geschichte herein. Die Bewohner der Halligen versuchten sich in jener Nacht vor der spritzenden Gischt auf die Dachböden ihrer Häuser auf den Werften zu flüchten. Deiche in Pelvorm und Nordstrand erlitten schwere Schäden. Die Insel Sylt drohte von den schäumenden Wassermassen verschlungen zu werden. Tausende Helfer waren fieberhaft damit beschäftigt, Deiche zu reparieren, zu sichern und Menschenleben zu retten. Unter ihnen war eine Frau, deren Schicksal in dieser Stunde eine ganz besondere Wendung nahm. Auf den Halligen sagt man, die blanke Hans, Hegif und Mund. Auch die Frau hoffte in Stunden tiefster Angst und Verzweiflung darauf, dass ihr Leben und das ihrer Lieben nicht in Gefahr war. Würden sie diese Katastrophe überleben, so schwor sie sich, dann würde sie alles Erdenkliche dafür tun, um sich für das kostbarste aller Geschenke, das Leben, zu bedanken. Und ihrerseits der Welt etwas zu geben, das nur sie zu geben vermochte. Jo. So geht's los mit Strandfliegerbrief. Ja, also nach diesem dramatischen Prolog geht es eigentlich, ehrlich gesagt, genauso dramatisch weiter von meiner Heldin Juliane. Die ist gerade schwer verknallt in den neuen Vertriebsleiter des Magazins Herself, in dem sie arbeitet. Und naja, wir wissen ja, wie das mit der Liebe so ist oder mit den Männern oder auch den Frauen, pardon. Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Also es rappelt ein bisschen in dieser Beziehung. Und ich glaube, davon lese ich euch jetzt was vor. Die Band kann sich entspannen. Als ich Oliver am Montagmorgen über den Verlagsflur hasten sah, hätte ich ihm am liebsten hinterhergeschrien. So viele Emotionen hatten sich übers Wochenende in mir angestaut. Das Einzige, was mich davon abhielt, ihm eine Szene zu machen, war mein Entschluss, beim heutigen Abendessen über unsere gemeinsame Zukunft zu sprechen. Ich hatte keine Lust mehr darauf zu warten, bis er den ersten Schritt machte. Ich war es gewohnt, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Obwohl mein Kopf mir dazu riet, cool abzuwarten und den Dingen ihren natürlichen Lauf zu lassen, signalisierte mein Bauch gerade das komplette Gegenteil. Er schäumte und blubberte, als würden darin all die Empfindungen, die ich mir bislang nicht eingestanden hatte, herumgeschleudert werden wie in der Trommel einer Waschmaschine. Und obwohl ich es anders geplant hatte, wusste ich, dass ich nicht eine Sekunde würde länger warten können. Ich würde Oliver fragen, wie es um uns stand. Hier und jetzt. Egal, ob es ihm gerade passte oder nicht. Also marschierte ich los, ein nervöses Dröhnen im Kopf und dieses schäumende Blubbern in meinem Bauch. Als Oliver nicht auf mein Klopfen reagierte, öffnete ich die Tür und sah, dass sein Büro leer war. Ich warf einen Blick auf seinen Terminkalender, in dem für diese Uhrzeit ein Meeting stand. Verdammt, wieso ausgerechnet jetzt? Ich würde zweifellos irre werden, wenn ich nicht bald mit ihm sprechen konnte. Um ihm eine kurze Notiz zu schreiben, suchte ich nach einem Kugelschreiber, fand jedoch keinen. Also öffnete ich die Schublade seines Schreibtisches und fand zuoberst einen dicken Umschlag, adressiert an Katharina und Oliver Mohn. Verwirrt nahm ich das geöffnete Kuvert heraus und drehte es um. Der Absender war ein bekanntes Kreuzfahrtunternehmen. Und obwohl ich so etwas normalerweise nie getan hätte, warf ich in diesem Augenblick den Respekt vor Olivers Privatsphäre über Bord und zog den Papier aus dem Umschlag. Mit zitternden Fingern blätterte ich durch die Unterlagen. Meine Augen blieben an den Worten Buchungsbestätigung und Luxusjacht hängen. Dann an dem Schreiben, laut dem Katharina und Oliver Mohn auf einer Kreuzfahrt in die Karibik gehen würden, und zwar für 3 Wochen. Mir wurde heiß und kalt und ein bisschen übel. Der Boden schwankte unter meinen Füßen. Wer zum Teufel war Katharina? Olivers Mutter hieß Susanne. Hatte er eine Schwester, von der ich nichts wusste, eine Cousine? Doch wie ich es auch drehte und wendete, hier stimmte etwas nicht.
Zum einen würde Oliver unter Garantie nicht so kurz nach der Probezeit ganze 3 Wochen Urlaub bekommen. Zum anderen hatten wir geplant, in dieser Zeit wegzufahren. Der leugnende Teil in mir suchte verzweifelt nach einer plausiblen Erklärung. Aber egal, welche Erklärung ich auch fand, keine ergab wirklich Sinn. »Was machst du da?«, fragte Oliver, der plötzlich vor mir stand und mich aus hellblauen Augen musterte. Zum ersten Mal erinnerten sie mich an Gletscherwasser.